Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Crusader Kings 2 hier mit dem Graf Dietrich bzw. Herzogsgemahl von Bayern. Ja, Gemahl ist das Problem. Genau, unsere Frau ist nämlich Herzogin Bertha, die Thronräuberin von Bayern. Ja, und wir sind, der Gemahl heißt, wir sind nicht Herzog, wir sind nach wie vor nur der einfache Graf Dietrich. Was aber bedeutet, dass für den Fall, dass unsere Frau eines schönen Tages das Zeitliche segnet, unser Erstgeborener, der Joel von Andex, Nachfolger auf das Herzogtum ist. Genau, hier steht es auch. Nachfolger Herzogtum Bayern. Sehr gut, finde ich nicht schlecht. Ja, jetzt müssten wir die Alte bloß irgendwie dafür sorgen, dass die Gräfin einsieht, dass ihr doch langes Leben vielleicht irgendwann mal ein gutes Ende findet. Allerdings kann ich dem nicht nachhelfen. Ich kann meine Frau nicht umbringen, aus dem einfachen Grund, dass ich ihr Liebhaber bin. Tja, wo die Liebe hinfällt, so ein Pech aber auch. Ne, gut, hätte ich natürlich auch nicht gemacht. Niemals. Tja. Und was die Herzogin Bertha möchte? Die Grafschaft Passau. Schau an, das ist eine gute Idee. Brav, das kannst du machen. Da bin ich natürlich sofort dabei. Das muss ich unterstützen. Irgendwie. Ne, ja, das, ja, bin ich sofort dabei. Kann ich da? Bittet eine Person, was? Bin ich jetzt? Jetzt bin ich dabei, oder? Ich unterstütze. Oder nicht? Habe ich noch nie gemacht? Doch, ich unterstütze jetzt. Cool. Da freut sie sich bestimmt, ne? Wenn ich unterstütze. So. Okay, wir geben ein übriges Gelage für die fahrenden Ritter. Selbstverständlich, das ist es uns alle mal wert. So, und unsere Frau freut sich, Mensch, eure Weisheit und Gnade sind legendär, natürlich. Mhm. Echt, ja, ich bin da dabei. Na, schon haben wir 127% Verschwörungsstärke. Sehr gut. Okay, jetzt wurde mal wieder ein landloser Vagabund schwer verletzt beim Turnier. Ja, von mir aus kommen das bisschen Gold, das haben wir gerade auch noch übrig. Was haben wir denn da gerade? Schwäbische Revolte. Ui, die Schwabin. Der Hubold von der Schwäbischen Revolte. Aha. So ein Pech aber auch. Na gut. Was willst du machen? Tja. Wir haben eine Provinz mehr, als wir hätten haben sollen. Oder haben sollen, oder wie auch immer. Was machen wir denn jetzt? Stehen wir sauber da. Ah, okay. Unser Kollege hat den Otto. Nicht den Otto, sondern den Bürgermeister Adalbert von Kam überzeugt, genau, dass wir ganz ein netter Kerl sind. Das ist nicht schlecht. Ja, wir sind über dem Domain-Limit, aber na gut, kann ich jetzt noch mit leben. Okay. Europa strengt sich bei ihren Studien nicht an. Aha, das lese ich nicht sehr gerne. Die ist einfach nur faul, was wohl Europa dazu sagen wird. Na gut, oder ich sage, pass auf, Fleiß ist viel wichtiger. Sehr gut, sie ist fleißig. Na, sie hat sich von uns einmal was sagen lassen. Ich glaub's gar nicht, dass ich diesen Tag erlebe. Aber schön ist es. So, da hätten wir den Katalon, der ist stolz. Ja, auch nicht schlecht. Und den Escanoa hätten wir noch, genau. Der ist erst 3 Jahre alt. Okay, der hat noch keine Zeit gehabt, sich irgendwelche Flausen in den Kopf zu setzen. Na schön. So. Was ist da los? Der Krieg, der Reichsrömische gegen Msab. Heiliger Krieg, der läuft immer noch und der läuft eigentlich ganz gut für uns zumindest. Ah, jetzt ah, Krieg ist, verstehst, die Herzogin hat dem Graf Günther von Passau den Krieg erklärt. Okay, ja, ich glaube, das wird unsere Herzogin alleine hinkriegen, oder? Wie viele Truppen hat sie? Oje, das kriegt die niemals hin, oh Gott. Okay, pass auf, da muss ich ihr, glaube ich, beipflichten. Kann ich mich einmischen? Kriegsbeitritt anbieten, genau. Ja, jegliche Hilfe ist willkommen. Okay, wohl an. Jetzt, die kriegt doch alleine nichts auf die Reihe, die Frau. Da muss ich ja helfen, ne? Da muss ich definitiv helfen. So. Unser Karlmann ist dabei. Und der Viktor ist dabei, genau. Passt halt. Ne, hier kommt der Viktor hin. Wir hatten das schon wieder austariert hier. Das ist ja schrecklich. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ne, von der Mannzahl her. Okay, und der Viktor kommt da drüben. Da drüben hin. So passt es. Und die Mitte muss stark sein, genau. Die Mitte muss stark sein.
Okay. So, hier können wir, glaube ich, auch noch Trüppchen ausheben. Die gehen da hoch, bitte. So, da freut sie sich. Genau, jetzt haben wir, sind wir hier beigetreten. Okay. Truppen zusammenfassen. Ah, oh, jetzt muss ich hier wieder... Okay. Ihr geht da rüber. Ihr geht da rüber. Passt immer noch nicht, gell? Nee. Okay, Victor kommt wieder auf rechts. Kann ich hier nicht einhalten, ausbalancieren? Ja, so. Na gut, okay. So, ja, dann wollen wir hier mal kurz wegdübeln. Das ist cool, sie geht mit deutlicher Unterzahl geht's in die Schlacht, aber wir helfen jetzt natürlich, ne? Jetzt wollen wir diese bösen Rebellen aus Passau zersägen. Und wie? Da freut sie sich. So, dann laden wir mal kurz nach Passau. Was ist das jetzt? Ach Gott, jetzt muss ich wieder meine Aufgebote. Ja, ja, komm hier. Gehen fort mit ihnen. Wir nehmen nur unsere eigenen Truppen mit. Brauchen wir die dummen Aufgebote hier nicht. Okay. Frieden mit dem Kollege da unter. Reichskarte. Oh. Moment. Joel sagt, unsere Bauern kann ich wie kleine Sklaven befehligen. Richtig? Schwierig? Das stimmt, genau. Was? Willkürlich grausam stolz oder... Er wird zornig. Oder stolz. Ja, dann lieber zornig. Toll. Joel, super. Na, hat er letztens noch in den Kommentaren geschrieben. Haha, ich entwickle mich großartig. Ja, sieht man. Großartig entwickelt er sich. Mhm. Ganz großartig. Zornig ist er. Der kleine Rabauke. Der kleine Holzkopf. Na, aber ein guter Anführer, ne? Er wäre natürlich auch ein guter Anführer. Und jetzt ändern wir dann die Erbnachfolge, was bedeutet, wir stellen auf Ultimogenitur um und dann macht er Wills Gesicht, genau. Und dann würde er hier erben. Das wäre gemein. Das wäre gemein. Okay. Arnold von Andex ist nun volljährig, das ist toll. Du bist der Cousin, oder? Ja, tatsächlich. Was machen wir mit dir? Du wirst zum Kommandanten, oder? Ach, ich könnte ihn auch zum Ritterorden schicken. Schau an. Dann ist er von der Erblinie ausgeschlossen. Ah ja, aber ich kann ihn nicht zum Commander machen. Ist ja spannend. Warum nicht? Noch nicht. Noch nicht. Den merken wir uns aber. Den merken wir uns, genau. Aus dem machen wir vielleicht doch noch einen Commander. Kommandante. Karlmann von Andex, der ist schon Kommandante, genau. Den können wir streichen von der Liste. Der Preis der Dekadenz. Was ist jetzt wieder? Aufgeblasene Narren. Der dekadente Sultan wurde gestürzt. Aha. Was interessiert uns das? Das ist doch wurscht. Ist mir doch völlig egal. Wir wollen... Oh, König von Deutschland werden. Guter Plan, genau. Aha, Augstal wurde übernommen. Ah, weg mit dem ganzen Gedöns, mit den ganzen Meldungen, braucht kein Mensch. Komm, jetzt wollen wir mal hier schnell Angriff machen. Oh, das hat nicht funktioniert, nee. Da haben wir jetzt richtig viel Truppen verheizt. Ich habe gedacht, mit dem Schnellangriff kommen wir klar, aber sieht nicht gut aus. So, Bruno ist tot. Das ist schlecht. Den machen wir zum Marschall. Den Amadeus, Höfling in Augsburg, oder? Genau, der will Marschall werden. Guter Mann. Wird Marschall, macht gleich mal hier Militärforschung in Augsburg. Ein Cousin von uns. Passt. Hat jetzt Stufe 15 Kriegskunst, also das ist in Ordnung. Ein Kind braucht eine Ausbildung. Der Dieter von Andex, das ist auch unser Cousin. Ja, pass auf, dann kriegst du die Konstanze, genau, Konstanze. Gute Frau, die Konstanze, naja, ein bisschen vielleicht. Okay, der ist tot, den können wir wegklicken, das können wir alles wegklicken. Ja, da war ich jetzt ein bisschen zu offensiv hier, das war nicht gut. Da war ich
zu voreilig, aber kein Problem. Ja, zähl mal auf hier. Immer gut Wetter machen, dann kam das nicht gut. So, hier werden die Truppen ausgehoben, die Lokalen. Das gefällt mir nicht. Er hebt da immer automatisch auch die Vasallentruppen aus. Okay, so, zusammennehmen. Jetzt muss ich hier wieder ausbalancieren, ne? Geht nicht, okay. So, Victor kommt dahin. Dass die Mitte stark ist. Ortenburg hätten wir noch, okay. Da fehlt nicht viel hier, ne? Ne, da fehlt nicht viel. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir als nächstes hin. Und die Kollegen nochmal wegdübeln. Nachdem Passau gefallen ist. So. Da müssen wir uns beeilen. Jo, ist gefallen. Okay, jetzt hier rüber, komm. Europa ist ein echtes Seelchen, das allen in der Burg vertraut. Ich fürchte, sie wird es einst bereuen. Nö, ist okay. Gütig, die gütige Europa, damit kann ich gut leben. Vorzeigetöchterchen, ne? Genau. So, willst du mitkommen eigentlich? Oder? Nö, nicht, gell? Stehst bloß dumm rum, alles klar. Okay. Stimmt, so kann ich nur meine Truppen ausheben. Okay, du marschierst darüber, du marschierst darüber. Du bist am 23. da und du am 27. passt. Viel Spaß. In die große Schlacht. Da kriegen wir momentan vermutlich auf die Mütze. Aber jetzt haben wir die Unterstützung da. Genau, jetzt geht es dem Gegner an den Kragen. Hier mit dickem Flankenbonus. 30%. Ja, ja, gute Nacht. Jetzt verabschieden sie sich. Wiederhören. Puff, genau, kaputt. Okay, 96%. Schau mal hier. Okay, zurück nach Passau. Da die Stadt noch belagern, dann war's das. Wir machen trotz allem noch ein kleines Plus, ne? Genau. Trotz, dass wir unsere Truppen ausgehoben haben, machen wir noch 6 Goldstücke plus. Dann was macht unsere Frau hier mit der Armee? Die steht hier nur dumm rum. Ach, super. Was, die führt, Jossapolot, die führt ihre Armeen selbst an? Respekt. Oh, vielleicht stirbt sie ja. Es wäre sehr bedauerlich, meine ich. Dann wäre unser Sohn Joel plötzlich Herzog. Das wäre echt sehr bedauerlich. Das wäre traurig. Na, Bertha, wie schaut's aus? Echt, die kämpfen den nieder. Ach komm. Meier, da geht sie nach Hause. Ja, ihr hat's nichts gemacht, ne? Sie. Na gut, ja, der persönliche Kampffertigkeit von 22, das ist schon nicht schlecht. Tapfer ist er auch noch. Eine echte von Nordheim einfach, gell? Mhm. Tja, da hat sie auf die Mütze gekriegt. Holte Dame. Okay, Belagerung ist durch, 100%. Ich glaube, jetzt wird dieser Krieg beendet. Also. Genau, dann kann ich meine Truppen einpacken. So, meine geliebte Frau, ich glaube, ich habe die ganze Drecksarbeit gemacht. Ja. So. Und die gute Dame hat sich gleich mal die Provinz eingesteckt. Sehr gut. Sehr schön. Das ist prima. Die hat jetzt Bayern? Wer erbt Passau? Wer erbt denn Passau eigentlich?
Der Katualon würde Passau erben. Mhm. Okay. Ja, das Erbrecht ist echt interessant. Aber wir haben jetzt, ohne dass wir groß was dazu getan haben, im Endeffekt schon mal die nächste Provinz in die Dynastie geholt. In die Dynastie von Andex, wenn man jetzt die Erbfolge weiterdenkt. Geile Geschichte. Super gemacht, Bertha, ne? Ja, ja. Brachte immer den Anspruch voran, schloss sich meinem Krieg an. Liebhaber. Ach ja. Aha. Ja, in Augsburg haben wir auch gut Wetter gemacht, ne? Schau, alle Welt liebt uns. Alle Welt liebt uns. Was ist jetzt los? Die Bürger von Karm können ihre Steuern kaum aufbringen. Ach, Quatsch. Ja, ich verzichte doch nicht auf meine Steuern, ist ja Wahnsinn. Wir schmeicheln ihm, genau, das ist, weil wir so ein guter Diplomat sind, wir schmeicheln ihm. Wir haben ihn totgequatscht, hervorragend. Wir kriegen nach wie vor Geld und haben ihn totgequatscht. Ne, und alle bezahlen brav die Kohle, ja, ist das schön. Plus 10, jawohl. Das gefällt, so, können wir irgendwas ausbauen? Schwere Infanterie plus Spießträger. Das klingt gut. Das bauen wir aus. Ein Landeck. Da könnten wir Kasernen ausbauen. Ja. Was hätten wir da? Ein Kind braucht einen Vormund. Der Eskanon. Eskanon braucht einen Vormund. Okay, pass auf. Du kriegst auch einen Vormund. Und zwar... Was denn? Karlmann, echt? Okay, könnten wir machen. Ja, dann wirst du vielleicht ein Kämpfer. Genau, du wirst ein Kämpfer. Was ist denn das jetzt? Verdammt, ausbilden. So, okay. So, der braucht eine Frau, stelle ich gerade fest. Also, komm, dann irgendeine finden wir schon. Für den. Moment. Kultur. Deutsch, der ist 46. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn für dich? Irgendwas Junges, Zartes, genau. Mhm. Um den Dreh. Was hätten denn Schönes? Richenza. Eine Babenberger. Klumpfüßig. Nee, das will ich dir nicht antun. Dann hätten wir... Die ist 41, schon ein bisschen älter, ne? Nee. Beziehungsweise ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann haben wir da nichts zu befürchten. Gerade hier, was die Vererbung von Titeln angeht. Na ja, komm, da kriegst du die alte Schachtel hier. Genau, viel Spaß. Hoho. Viel Spaß. Na, ihr habt auch verheiratet, genau. Da freut er sich, genau. Ist er uns unendlich dankbar, dass er jetzt so einen alten Besen hier am Start hat zu Hause. Ach Gott. Ist es nicht schön. Oh, schau mal hier. Graf Siegfried hat die Fraktion Graf Siegfried für Bayern gegründet. Oh, Moment. Irgendjemand will hier was? Der Siegfried, der Graf von Genf, will unseren Kollegen, unseren Katualon, umbringen. Das ist böse. Na, aber zugegeben, es würde ein Problem lösen. Das ist jetzt voll gemein, gell? Ich weiß. Okay, so, was ist mit Europa schon wieder? Die Europa, oh, hat eine Dame beleidigt, hat ihr gesagt, dass sie fett ist. Okay. Aber die Europa wird ehrlich. Das ist gut, wenn die Europa ehrlich wird. Ja, finde ich gut. Europa muss ehrlich sein. Also sie ist gerecht, fleißig, gütig und ehrlich. Das sind alles sehr noble Eigenschaften, wie ich finde. Sehr nobel. Wir sind zutiefst beeindruckt und begeistert. Okay. So, was macht unsere Frau sonst so? Reichtum anhäufen. Was kriegt ihr eigentlich so? Ach ja, schon mal ein kleines Geld macht sie. 5,8. Mhm. Und was machen wir so? 10,6. Na gut, wir kontrollieren hier halt auch richtig was, ne? So. Wir haben einen neuen Papst. Ist mir egal. Kann ich jetzt diesen
Ich kann den nicht übernehmen, ne? Das geht nicht. Ich kann dieses Herzogtum nicht übernehmen. Ich vermute, weil ich selber keinen Anspruch darauf habe. Und ich kann... Nee, ich wüsste nicht, dass ich hier irgendeinen Anspruch fingieren könnte. Ich meine, das geht nicht. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Nee. Geht nicht. Zumindest nicht mit dem mit der Standard Edition. Wahrscheinlich, wenn man den ein oder anderen DLC hat, könnte ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber hier im Vanilla-Spiel scheint das nicht zu klappen, dass ich hier einen Anspruch auf das Herzogtum fingieren könnte. Was haben wir denn noch für Fraktionen? Graf Siegfried von Bayern. Schaut, der hat einen Anspruch. Er kann eine Fraktion stellen. Also wir bräuchten einen Anspruch, dass es funktioniert. Joel von Andex ist nun... Oh Gott. Ein ausschweifender Verschwender. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Nur Stufe 1 vom Bildungsweg. Ne? Wir hätten Stufe 4, aber er hat wohl nicht richtig zugehört, der Kollege. Wie, Joel, wie war das mit dir? Du bist ein Vorzeigesohn. Ja, nein. In dem Fall leider nicht. In dem Fall leider nicht, muss ich gestehen. Tja. Sehr bedauerlich. Okay, dann können wir uns jetzt um den Kollegen hier kümmern. Können wir selber ausbilden. Unseren Sohn Nummer 2. Okay, das nächste Herzogtum, Sapp, wurde erschaffen. Ist ja lustig, ne? Das ist da unten. Was wir zuerst eingesteckt haben. Genau, hier das Herzogtum. Eieiei. Nettes Reich breitet sich aus. Ich bin schwer begeistert. Generell die Karte ist sehr interessant. Naja. Ui, was ist hier oben? Aha, eine lothringische Revolte. Na gut, aber die ist nicht wirklich stark, gell? Nee, die wird weggedübelt werden. Was hat der Kaiser so? 22.000 Truppen hat der. Okay, wir hätten einen Kriegsgrund. Moment. Und wir können heiraten. Achso, nee, Quatsch, das ist der Joel, unser Erbe. Unverheiratet. Da stand gerade irgendein Kriegsgrund hätten wir, ne? Komisch. Okay. In Bozen hat sich unsere Stadtinfrastruktur erhöht. Heißt, wir könnten hier bauen. Geld vorausgesetzt, genau. Nachdem uns immer noch alle lieben, kann ich momentan mit dem Malus eigentlich leben, den wir bekommen, weil wir über dem Domänenlimit sind. Ne? Da bekommen wir ja einen Ansehensmalus. So, mein lieber Joel. Bei dir müssen wir uns was überlegen. Was will er? Er will Kämmerer werden. Guter Mann. Aber wir haben aktuell einen Kämmerer. Mit wem könnten wir dich denn sinnstiftend verheiraten? Brandenburg? Nee, nicht wirklich. Ein Bastard, okay. Serilla Udonen? Nee, auch nicht wirklich. Österreich, ja, schau mal hier, der Herzog von Österreich. Der hat eine Tochter, das ist doch schön. Ach, die ist schon verlobt, so ein Pech. Aber hier hätten wir eine, die Adelheid von Babenberg. Die würde mit Sicherheit den Anspruch erben. Die ist 3 Jahre alt, also 13 Jahre jünger als unser Joel. Merken wir uns mal. Okay, wie sieht es in der Steiermark aus?
Oh, da ist eine, die ist kränklich. Das ist nicht gut. Grausam, tapfer, bescheiden. Ja, das Grausam ist nicht so der Hit, aber gut. Oh, die hat aber ganz schlechte Werte. Nee, ich glaube, die will ich, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, das spare ich mir. Was haben wir da? Krein. Adelheid von Petau. Oh, yeah, die, ganz schlechte Werte. Okay, auch nicht gut. Kärnten. Die ist auch schon verheiratet. Wie sieht es hier unten aus? Ach Gott, das ist ein Erzbistum, okay. Ja, ist dann auch schwierig. ...18 Jahre... ...auch schon verlobt. Ja, hier bei den Schwaben, da ist... ...ne, da geht nix. Milan. Auch verheiratet, okay. Ja gut, dann wird's bei der Adelheid von Badenberg bleiben, ne? Genau, Verlöbnis arrangieren. Wir nehmen unseren Joel. Würden sie sogar machen. Na dann, wohl an, gute Frau. Sehr gut, also. Verlöbnis ist am Stissel. Was hätten wir da? Schwacher Anspruch. Herzogtum Sachsen. Für unseren Karlmann, da habe ich nichts davon. Da habe ich nichts davon. Dann habe ich einen Commander weniger. Nee, nee. Vergiss es. Nee, wenn ich den jetzt, für den Anspruch durchsetze, vergeude ich nur meine Truppen und Geld und er ist dann weg. Also nee, nee, das machen wir nicht. Die fahren den Ritter schon wieder. Okay, na gut. Die kommen auch regelmäßig vorbei, gell? Die sind wahrscheinlich nicht krankenversichert. Die machen jedes Mal bei uns ihr Turnier und sagen dann, oh, ich habe mich verletzt. Und dann wollen sie, dass wir hier wieder die Arztrechnung zahlen. Ja, ja, das kennen wir alles schon. Da geht schon wieder los. Na gut. Okay, so, wer bist du? Charismatischer Verhandlungsführer, okay. Hast du bescheiden, gesellig, tapfer und zornig. Gute Kombination, Respekt. Carlotte von Augsburg, okay. So, muss ich hier irgendjemand noch verheiraten vielleicht von meinen Burschen? Und den zum Beispiel. Ja, pass auf, du kannst gleich die Alte da heiraten, ne? Die Tante, die... Wo ist sie? Da, die Carlotte, die kannst du haben. Viel Spaß, ne? Wohl an, genau, schon freut er sich. Hier beim Hochzeitssimulator, ich merke schon. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute wieder gut sein. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Crusader Kings 2. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht. Hier bei unserem Hochzeits- und Rebellensimulator bei Crusader Kings 2. Bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut. Und Servus.